Wir haben 59 Passagiere in dem großen Lufthansa-Jet oder Flugzeug A330. Heute im Regen. Ah, ist ein bisschen windig und ja. Oh, Fahrwerk ist eingefahren. Jetzt müsste ich einmal ganz kurz hier so. Landeklappen einfahren. So. Jetzt muss ich meinen Joystick einmal ein bisschen näher holen. Frankfurt Tower LH714 Heavy Frequency Change. Approach LH714 Heavy is type Airbus A335 miles west of Echo Delta Foxtrot Echo 2300 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. LH714 Heavy approach. Squawk Mike 344. Squawk 5344 LH714 Heavy. LH714 Heavy radar contact 5 miles west of Echo Delta Foxtrot Echo 3400 feet. Cleared through the Charlie airspace. Cleared through the Charlie airspace, LH714 Heavy. Das ist mein Flieger. So. Lass gerade den Autopilot einmal fliegen. Ich will mal gucken, wie das funktioniert mit dem Autopiloten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange der Flug jetzt geht. 2 Stunden 13. Werden wir ja dann sehen. Neunzwanzig passt. Das sollte unser Flugplan sein. Von Frankfurt über diese ganzen Punkte nach La Palma. Mein Moderator hat mir gerade gesagt, ich würde Final Fantasy streamen. Muss ich jetzt erstmal selbst gucken. Hier mein Stream Element. Ja, okay. Hat sich Stream Element jetzt gerade vertan. Good day. 129er decimal 355 LH714 heavy. Approach LH714 heavy 8000. Nein, Cyberwolf, ich stürze nicht ab. Noch bin ich am Steigen. Außerdem fliegt gerade der Autopilot. 2988. Hola. 2988. 127 decimal 6 LH714 heavy. Center LH714 heavy 10,100 feet. LH714 heavy center QNH. 2989. Perfekt. Achso, ich wollte sagen, was ist das denn für eine Figur? Ah. Läuft doch erstmal, würde ich sagen.
Ich könnte jetzt gerade nicht sagen, wo wir sind. Was stand da? Verdammt. Einhausen. Keine Ahnung, wo Einhausen ist. Nicht betriebsfähig. Landeklappen sollte ich vielleicht auch mal einfahren. Liegt der jetzt gerade gar nicht mehr nach Navi? Weiß ich gar nicht, ob ich aus Versehen irgendwas gedruckt habe, dass er nicht mehr nach Navi fliegt. Falls ja, werde ich das ja sehen. Da ist es Bayer, Speyer. Ich würde sagen, er fliegt da ein bisschen zu schnell. Okay, er bremst gerade wieder ab.
Fliegen mit 327 km/h und sind beziehungsweise 327 Knoten, sind ja keine km/h, und in einer Höhe von 21.000 Fuß und steigen weiter. Und wie ich sehe, liegt das schon wieder nicht nach den ersten hat er gemacht, aber warum macht er den jetzt nicht mehr? Muss ich doch jetzt wieder nachhelfen, oder? Egal. Dann drehen wir mal leicht ab, dass wir der Linie wieder folgen. Bisschen links halten. Wenn ich das richtig sehe, müsste da. Oh ne. War zu weit. So. Jetzt müsste er wieder mittig sein. Nix, Bruchlandung. Hoppala, falscher Knopf. Ich will nicht bruchlanden. Das muss nicht sein. Das war gerade Pabla. Das heißt, als nächstes kommt Wegpunkt Herbie und dann Mopan. Muss ich wieder ein bisschen.
Moin, Illy. Ich weiß nicht, wie ich dem Flieger sagen soll, er soll bitte nach Navi fliegen. Egal. Achte ich einfach nur auf das Radar, dass ich... Oh, jetzt habe ich sogar vergessen, hier den Flight Radar 24 zu starten. Wenn gerade mal kurz kein Sound ist, dann liegt das an mir. Könnte sein, dass es jetzt nicht hier startet, aber egal. Da muss ich gleich wieder einen Rechtsturn machen. Und nein, immer noch keine Bruchlandung. Was aber. Du kannst mich noch mal fragen, wenn wir nachher auf Palma landen, ja? Weil im Landen bin ich eine, in Landen bin ich eine absolute Niete. Ja, da freust du dich schon drauf, was? Warum werde ich denn immer langsamer? Warum steht hier das überhaupt als Mach? Warum steht das hier aufs... komm, hoch damit. Bestimmt jetzt irgendwo über Frankreich. Ich komme schon wieder von meiner Linie ab. Perfekt. Okay, der Flugzeuge kann ich jetzt nicht andere laden, weil ich schon im Flug bin. Hoppala. Herzlich willkommen über Frankreich. Schweiz? Eins von beiden. Auf jeden Fall alles andere Spieler, die gerade hier rumfliegen.
Center Air France 1226 is at flight level 370, climbing flight level 420. Air France 1226 Center, continue to PZ 768. Air France 1226 contact Zurich Center on 126.225. Good day. Was kommt als nächstes? Ludai. Mopan war klar, Lutex müsste, glaube ich, als nächstes kommen. Falsche Richtung. Dann Benz, Nemos, GVA, Inkus. Center KLM 163, Tree Flight Level, Tree 90. KLM 1633 Center, continue. Easy 2807 contact Zurich Center on 126.225. Good day. Einmal kurz Flugplan gucken. Müsste jetzt gerade diese Strecke sein. Von Mopan nach Lutix. Dann bin ich über. Was ist das? Solothurn. Solothurn. Triburg. Burg. Ach, Schweiz, okay. Genf. Okay. LH714 Heavy contact Reims Center on 128.3. Good day. 128.3, LH714 Heavy. Reims Center, LH714 Heavy flight level 395. LH714 Heavy Reims Center, continue. Warum steige ich eigentlich immer noch? LH714 Heavy contact Zurich Center on 126.225. Good day. Reims Center, Easy 8204 flight level 360. Easy 8204 Reims Center, continue to Knauf. LH714 Heavy, please acknowledge. Oh, ich hab was vergessen zu bestätigen, hoppala. 126.225 LH714 Heavy. Zurich Center, LH714 Heavy flight level 395. LH714 Heavy, Zurich Center, continue. Hey, jetzt habe ich mal einfach mal so aktiviert. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt vorhat. Da geht er jetzt komplett von der Route weg.
Autopilot. Easy 8216 traffic is 1 o'clock 4 miles at flight level 370 Bowie. Report them in sight. Das wäre eine Bruchlandung gewesen. Voilà. Das Lutix. Muss ich weiter abdrehen. Okay, will wieder steigen. Aber warum? Warum dreht er sich von alleine? Ich verstehe den Autopiloten nicht. Muss ich halt ohne Autopilot fliegen, komplett. Weil ich will nicht steigen. Will sinken. Bin eh schon zu hoch.
Sieht doch schon mal ganz schön aus. Aber war gerade Nemos, ne? GVA in Kurs und der Balsi, okay. GVA, Inkus, Balsi, Kott, Lotik, MTG. Okay. Bin das gleich über Genf. Natürlich könnte ich auch sagen, hier AI-Pilot, flieg du weiter. Aber was bringt das gerade? Ich hätte hier gerne eine Rechtskarte, wohin ich muss. Bin ich noch auf Kurs? Ja, bin ich. Da kann ich ruhig noch ein bisschen außen gucken. Aber noch bin ich auf Kurs. Wetter, bewege ich, das will ich nicht, nee. Pausieren. Nee. Ja, das geht gerade nicht. Oh, einmal kurz wieder anpassen. Geneva Center Air France 1567 is at flight level 360 climbing flight level 420. Air France 1567 Geneva Center continue. Oh, ich muss noch ein bisschen weiter nach links, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Auf 8 Uhr. 8 Uhr ist da. Da fliegt er. War in Sicht. Hundertzwanzig, 85 ist das so. Dauert mir zu lange hier so.
Marseille Center, so. LH714 Heavy, Flight Level 360. LH714 Heavy, Marseille Center, continue. Okay, ich sink gerade ein bisschen. Ist gar kein Problem. Ich muss jetzt gleich eh einmal einen Links-Turn machen. LH714 Heavy, Contact, Switzerland Center on 126.35. Good day. 126.35, LH714 Heavy. Switzerland Center LH714 Heavy Flight Level 360. LH714 Heavy Switzerland Center, continue. Oder falsche Richtung, so. LH714 Heavy Contact, Marseille Center on 120.85. Good day. 120.85 LH714 Heavy. Marseille Center, LH714 Heavy, Flight Level 360. Oh, ich denke ja schon wieder. Steig. Ja. Muss mal ein bisschen höher, sonst sehe ich auch, wo ich... Ah, falsche Richtung. Ein Stück, noch ein Stück. So. Kann ich jetzt mal wieder gucken. Ja, ich fliege ein bisschen neben der Spur. Ist ja nicht so schlimm, hoffe ich. Ah, die Karte lädt sich gerade. Da unten ist Genf. Dürfte doch dann eigentlich Genf. Nee, so weit ist das nicht mal bis zum Mittelmeer. Oh, ich komme jetzt gerade ziemlich weit vom Kurs ab. Und ich sollte, glaube ich, auch langsam mal sinken. Ja, wenn ich jetzt weiter auf 36.000 Fuß fliege, dann... Dann kann ich auf jeden Fall nicht landen. Muss ja jetzt auch nicht sein. Machen wir das mal kleiner. Hier noch ein bisschen so. Auch wenn Kaiju das gerne sehen möchte.
So. Squawk 7000. Frequency change approved. LH714 Heavy. Marseille Center LH714 Heavy is type Airbus A335 miles north of Lima Foxtrot, Lima Echo flight level 330. Request flight following. LH714 Heavy Marseille Center. Squawk 4601. Squawk 4601 LH714 Heavy. So, und jetzt. LH714 Heavy Radar Contact 1 miles northeast of Lima Foxtrot, Lima Echo Flight Level 325. Nepa, Direction. Nee. Ha. Ja. Roger LH714 Heavy. So, jetzt habe ich eine neue Route und jetzt fliegt auch das Navi, der Autopilot wieder richtig. Perfekt. Perfekt. Und jetzt fliegt er richtig nach Navi. Das ist doch schon mal sehr gut. Epa ist Arrival. Was für eine Landebahn? 06L. Da. Approach 06L. Los da. Insert. Ah. Hoppala. PF06L, so Lepa, okay. Er hält die Geschwindigkeit und die Flughöhe, die er haben soll, okay. Perfekt. Jetzt könnte ich mich hier zurücklehnen und zugucken. Ich habe jetzt nur gesagt, Lepa ist Arrival auf Landebahn 6L. 06L.
Genau, und das, was ich halt hier jetzt habe, das hat er ja am Anfang ja auch gemacht. Auf einmal war es aber weg, dieses Nav. Als hätte ich aus Versehen da im Flugplan was umgestellt. Das geht doch schon mal. Kann ich eigentlich Kamera? Schaukasten, nee. Okay, das kann ich nicht einstellen. Okay. Okay, ich sehe hier gerade mal ganz kurz im Flugplan, ich hätte auf 41.000. 41.000 hätte ich steigen müssen. Na gut, ist ja egal. Jetzt fliege ich auf 31.000 Fuß. Ich kann nicht sagen, wie lange das noch dauert. Ich weiß nicht, wie man den Speed Mode checken soll.
Ah, da. Activate approach by Perf, okay. So, dann kann ich noch auf YZ. Ja, das will ich ja nicht. Perfekt. Und fliegen wir einfach mal weiter.
Bin ja immer noch über. Ach, da vorne sieht man das Meer schon. Da vorne beginnt das Mittelmeer. Hier. Oder da. Jetzt sind wir über dem Meer. Wenn ich abstürze, dann saufen wir höchstens ab. Vielen Dank für dein Raid, Illy. Ja, was macht ihr denn da? Außer den einen Unfall da. Hat er mit Cam gestreamt? So, so. Wie war dein Stream, Illy? Ist doch schön. Wie gesagt, ich fliege hier jetzt noch nach Palma und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Ob wir noch mal woanders hinfliegen. Ob ich das dann noch mal mit dem Navigator da hinkriege. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Hunger. Jo, bis nachher. Nein, und ich stütze nicht ab. Yay, ich wurde mal wieder angefunkt. Da will ich hin. Aber ein bisschen habe ich noch. Da ist Lepa. Da ist mein Ziel. Wenn das. Okay. Braucht noch ein bisschen. Kann ich dem jetzt eigentlich sagen, wie hoch er jetzt fliegen soll? Weil jetzt ist er auf 31.000. Macht er hier nicht, ne? 40.000. Ist Tropor.
Jakarta. Also das ist okay. Ich glaube, wenn ich bei BGR bin, muss ich langsam Approach aktivieren, kann das sein? Mach ich einfach mal. Bei Barcelona. Bei Barcelona muss ich langsam sinken. Der müsste auf 41.000 sein. Der ist noch höher als ich. Da werden auf der Karte mehrere Flugzeuge angezeigt. Zum Beispiel ist direkt einer neben mir. Aber wo? Okay, direkt neben mir, knapp hinter mir. Was ich überhole denn jetzt? Oder ist das der? Könnte der sein, ne? Na gut, dann ist das der. Mit 2000 Meter, das müsste der hier, der Speedy Gonzales. Weil der steht ja fast auf dem Boden, ist nur 22 Meter und das ist 400 Meter und noch weiter weg. Direkt vor mir müsste einer sein, da vorne 11.000. Da kommt noch einer geflogen. Das scheinen aber einige hier nach. Tuff, 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 ich bin ein Flugzeug. Auch wenn das Flugzeug nicht tuff, tuff, tuff macht.
LH714 Heavy. Marseille Center, LH714 Heavy, flight level 310. LH714 Heavy, Marseille Center, continue. Hier sieht das so voll nah aus, ne? Wenn ich so weiter rausgesucht habe, aber ist nicht. Wenn man so guckt. Ja doch, der müsste eigentlich relativ nah sein. Das kann nur dieser Sass sein, der immer näher kommt. Barcelona Center, LH714 Heavy, flight level 310. LH714 Heavy, Barcelona Center, continue. Barcelona Center, LH714 Heavy. Request clearance to transition Charlie airspace. LH714 Heavy, Barcelona Center. Cleared through the Charlie airspace. Falscher Knopf. Clear to Charlie Airspace, LH714 Heavy. So, dann müsste ich doch sagen, einfach hier. Opala, falscher Knopf. Confirm. Ich habe keine Ahnung. Was ist QNH? Das hier, ne? QNH 2989. 2989. Dahin. Temperatur. Wo sehe ich die Temperatur? Wo, über mir, hinter mir, unter mir? Weiß ich nicht von wo. So, was wollte der jetzt haben? Temperatur. Grad. LH714 Heavy Traffic is 12 o'clock, 4 miles at flight level 325 number. Report them in sight. Da ist er. LH714 Heavy Traffic in sight. PGA 482. LH714 Heavy Traffic climb. Alert. Climb now. 9 o'clock, less than 1 mile flight level 325 number. Conflict. Report them in sight. LH714 Heavy, have the Ember in sight. Darf ich jetzt mal Temperatur einstellen? Ja. Minus 6. Schreibe jetzt hier einfach minus 6 rein oder einfach eine 6. Keine Ahnung. Barcelona Center, Austrian Tree 89er, is passing flight level 350, climbing flight level 420. Ich habe keine Ahnung. Austrian Tree 89er, Barcelona Center, continue. Ich kenne mich mit MCDU, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber er sinkt langsam. Oder?
Gucken wir mal an, was er sagt. Keine Ahnung, was. Ach so, muss ich doch. Was habe ich denn jetzt schon wieder eingestellt? Hydraulik brauche ich nicht. Na, guck mal hier, warte mal. 80 Grad ist falsch, nee. Ich weiß halt nicht, was ich da eingeben muss, ne? Ich warte einfach mal ab und guck mal, dass ich dann so eine Landung hinkriege. Wollte es halt mal versuchen mit dem Flugplan. Mit diesem Flugplan. Aber... Das klappt nicht. Ist das da jetzt schon Palma? Ja. Ist da hinten schon Palma? Schon mal ein bisschen sinken. Und zu schnell. Wollte ich nochmal landen? Lepa. Lepf. Let. Let. Lege. Lev. Lebel. Lebel. Lel. Les. Lem. Lesi. Enf. Okay. Weil das sind diese ganzen, okay.
Ich weiß nicht, was Baro ist. Keine Ahnung. Okay. So, das bin ich noch gar nicht. Hoppala. Zu langsam. Stärkt aber von sich aus wieder. F L 150. Nee, macht dann nicht, okay. Voilà. Ah. Palma Tower LH714 Heavy is type Airbus A3361 miles southeast of Barcelona, flight level 300. Requesting transition. LH714 Heavy transition approved. Report clear of Palma Tower airspace. We'll report clear, LH714 Heavy. Palma Tower, LH714 Heavy, flight level 305 to land. LH714 Heavy, Palma Tower. QNH 29.9 1Wing 217 at 10. Make so, right. Warte mal, Direction. Mach mal. Lepa. Pa. Ah.
Arrival. Ja, nehmen wir einfach mal das hier. Star. Fly straight and runway 24 right LH714 heavy. Was? Oh, was? Ich sollte langsam mal sinken. Ja, warte mal. Hatte ich denn auch vollen Schub gehabt? Palma Tower LH714 Heavy is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. LH714 Heavy Airport is 10 o'clock 58 miles. Okay. Ist nur die eine. Ist doch eine Wappen. Temperatur 32, guck mal da. ILS Yankee Runway 24 left and ILS Yankee Runway 24 right in use. Landing and departing runway 24 left and runway 24 right. ZFR aircraft, say direction of flight. All aircraft red back hold short instructions. Advise controller on initial contact, you have India. Gerade 32 Grad. Wind 189. Wind war 198. Temperature 32, dew point 10, QNH. So, okay. Ich sinke halt jetzt gerade erstmal das Flugzeug ein bisschen, weil ich deutlich zu hoch war.
deutlich zu hoch. Ich will jetzt erstmal auf 10.000 runter. Dann werde ich mal gucken. Dann kriege ich ja wahrscheinlich die Landehilfe, weil die lasse ich an. Weil vollständig alleine landen, das habe ich noch nicht so wirklich drauf. Kann mal auf die Karte hier gucken. Ich müsste einmal von rechts kommen, dann wahrscheinlich. Oder nee. Doch, von rechts. Der Flughafen ist direkt am Strand. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen Gas geben. Gibt's wieder was? Ja, ich bin zu schnell wahrscheinlich, ne? Ja, bin deutlich zu schnell. Wenn man nämlich mal hier mal so guckt, die kommen alle von hier da rein. Deswegen drehe ich nochmal ein bisschen ab. So. Vielleicht bin ich auf 10.000 schon mal. So ungefähr. Und 200 Knoten darf ich schnell sein. Perfekt. Ich bin nicht zu langsam jetzt.
Jetzt kann ich auch erstmal die Flaps wieder auf 1 stellen. Bin ich wieder ein bisschen schneller unterwegs, glaube ich. Das sieht immer aus, wenn da jemand sich irgendwo hinportet zu einem Flughafen. Flughafen müsste da hinten, richtig? Paula Tower LH714 Heavy is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. LH714 Heavy Airport is 8 o'clock 28 miles. Na, 8 Uhr. 8 Uhr ist so, genau links von mir. Der hier steht, der B748. Noch mal ein bisschen hochziehen. Oh, piepst wieder irgendwas? Nö. Das passt soweit alles. LS Format Error, okay. Na, ich fliege gerade mit 200 Knoten, eine leichte Linkskurve. Und dass ich die Nase irgendwie. Ja, da bin ich. Jetzt darf ich die Nase wieder ziehen, okay. Verstehe ich nicht.
Bleib hier erstmal über dem Meer. Nur ein bisschen Schwung dazu holen, so minimal. Ach, da ist er, der auf mich zufliegt. Ich will hier einmal dran vorbei und dann hier rein. Ah, jetzt lädt er. Ich sollte 24R war das, ne? 24R. Kann er dann, glaube ich. Was ist das? Nein, kann ich nicht. Null sechs L. Vierundzwanzig R. Ah, ich hätte von der anderen Seite kommen müssen. Okay. Ja, egal jetzt. Das wäre die ganz links. Hätte so landen müssen. Dann ist das halt so. Ja, nix piepst. Lange nix piepst, ist alles in Ordnung. Rein ist der Flughafen. Da hinten. Gib mal Vollgas. Runway 2 right, ready for departure. IFR 2 at 0. Clear for takeoff runway 2 right, ready for departure. IFR 2 at 0.
Ah, mit dem Bike. Okay, das habe ich so damals eingestellt. Okay. Okay, der hat sich dahin geportet. Ja, ich sehe die Linie. Ich sehe die rote Linie. Also ich bin von der falschen genau, von der falschen Seite. Um mich. Kein Problem. Das war jetzt meine eigene Schuld, weil ich nicht wusste, in welche Richtung ich und wo ich landen muss. Aber jetzt weiß ich ja. Ich winke schon mal ein bisschen. Nehmen wir da ein bisschen Geschwindigkeit raus. An dem Flughafen vorbei. Ah, jetzt leckt's gerade, weil er Palma lädt. Hier hinten will ich hin. Hier will ich dann anfliegen. Also mache ich jetzt gleich hier so einen leichten O-Turn. Gehe ich erst ein bisschen nach rechts. Damit ich gleich eine schöne Kurve fliegen kann. So. Ich muss jetzt noch ein bisschen tiefer. Aua, 435. Er will auch landen, weil er runtergeht. Bei dem weiß ich es nicht. Ich glaube, der will auch runter. Gott, hier wollen ja viele landen. Da kann ich ja nur die Landung verkacken.
Da bin ich jetzt eigentlich schon dran vorbei. Okay, da ist das Ende. Ich müsste einmal ganz kurz auf der NAV-Karte gucken. Nichts auf dieser Karte, sondern auf dieser Karte. Ja. Oh, der ist doch 5000 Meter weg. Wenn ich jetzt eine schnelle Drehung mache. Ich möchte in diese Einstellung Einflugschneise rein, bitte. Ah, der ist auch noch weit genug weg, der Piraten, also kann ich mich da einfädeln. Ah, so. Wo passt das? Ich weiß, dass ich zu schnell bin. Flaps 2. Kommt der denn her? Warum ist der so langsam? Okay, ich bin zu schnell. Hoppala. Wo fliege ich denn hin? Hallo? Ja. Don't sink. 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 Ich hab Flaps schon auf. Don't sink. 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 Jo, moin Marius. Ich werde gerade nur abstürzen. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Okay, ich bin doch nicht mal zu schnell. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Alter, du nervst.
Don't sink. Oh. Don't sink. Don't sink. Don't sink. 400. Don't sink. 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 Good. Don't sink. Hold short runway 24 right. Traffic is Airbus A330 on short final. Hold short. Palma Airport information. Ich hab's geschafft. Woo. Palma Airport information, India 1500 Zulu. Wind 208 at 14. Visibility 6. Sky condition, few clouds at 10,200 feet. Temperature 31. Dew point 1. Oh, jetzt habe ich die Bremse reingehauen. Cool, wohin geht's? Nach Kopenhagen. Ja, ich bin jetzt von Frankfurt nach nach Palma geflogen. Das war jetzt sozusagen mein erster richtiger Flug, wo ich versucht habe, so gut wie möglich außerhalb in der Luft und wie sonst gar keinen Autopilot genutzt. Steuerung während des Fluges zu helfen, werden gelegentlich Meldungen wie diese hier eingeblendet. Um die Häufigkeit dieser Meldung zu bestimmen, drücken Sie Joystick-Taste 14 und stellen Sie Hilfsoption Menü die Häufigkeit ein. Taxi, hold short runway 24 right via taxiway, November 4, cross runway 24 right. Was ist jetzt Taxiway so und so? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Den Optionen lassen sich Hilfslinien einstellen. Bei Unterstützer wahrscheinlich, ne? Roll. Okay. Ich habe so gut wie möglich fast alles versucht habe auszuschalten. Ah ja. Okay, das ist schon mal besser. Weiß ich wenigstens, welches Geld und so ich muss, wenn ich mal sage, hier, ich möchte dahin. Palma Airport Information, India 16002. Ja. Hallo, ich möchte nicht starten. Egal, so. Another. On ground flying Bulgaria 468 requesting
warte hier nochmal ganz kurz, obwohl ne, der ist hoch genug. Bist du denn eine Drohne? Ach, eine Drohne. Bremsen. Oh, ich lege. So. Kann man von hier aus jetzt sagen, hier, ich möchte, ach ja, stimmt, wo könnte man denn jetzt noch ein kurz, oh, ich muss erstmal vorher auf Toilette. Dann gucken wir, was wir als nächstes machen. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Gekauft habe ich den schon länger, aber ich spiele den ja nur. Hab bis jetzt immer nur sporadisch gespielt und wollte mir jetzt eigentlich mal ein bisschen länger spielen, weil nur wenn mir das Neue rauskommt. Da wollte ich mal ein bisschen lernen. Aber jetzt möchte ich mal mit einem kleineren Flieger. Einmal zurück.